Wir kamen ja in diese Zeit, wo die Ordensberufungen zurückgingen. Wir wurden immer älter und älter und wir haben gesehen, dieses Gästehaus, weil das immer gefüllt war und das sehr beliebt war, aber wir haben gesehen, wir haben die Kräfte nicht mehr, um dieses Gästehaus weiterzuführen. Und wir haben viele Beratungen gehabt, während fast 3-4 Jahren. Dann bekamen wir ein Angebot von einem Architekten von Sarnen. Der hat ein Projekt ausgearbeitet, um dieses Haus umzuwandeln als Hotel. Der hat uns gesagt, er würde uns ein kleines Kloster bauen, da hinten, dann ganz für uns ältere Schwestern. Es war einerseits verlockend, aber andererseits haben wir gesagt, das wurde als Kloster gebaut, diese Kapelle, und hier ein Hotel. Und das war eigentlich unserem ganzen Generalrat und dem Konventsrat hier wie zuwider. Und wir haben gebetet, etwa 2 oder 3 Tage lang wirklich still gebetet, miteinander ausgetauscht, was machen wir. Und dann haben wir abgestimmt. Wollen wir dieses Haus mit diesem Architekten verkaufen? Und es war einstimmig Nein. Das war also für mich ein Zeichen vom Himmel, aber wir sind im Dunkeln geblieben. Ich ging in mein Büro, öffnete das Mail und hatte ein Mail vom Generaloberen von Schmanöff, der mir schrieb, wir suchen in der Schweiz ein neues Kloster oder eine Niederlassung. Da habe ich also wirklich gebeten und gesagt, jetzt ist der Himmel aufgegangen. Und von da weg sind diese Verhandlungen gekommen, bis wir dann euch da aufnehmen konnten. Also ich empfinde und auch unsere Schwestern empfinden, das ist ein großes Geschenk vom lieben Gott, dass wir so uns einander gefunden haben. Wir spüren, wir sind verschieden, aber wir ergänzen uns auch in vielem. Es gibt von euch immer wieder Mitglieder, die Anbetung machen in der Krypta. Und vor allem, was für uns wichtig ist, wir haben die Eucharistie miteinander. Aber auch im Alltag, wir spüren immer wieder, wir gehören zusammen. Es gibt dann manchmal schon dies oder jenes. Heute Morgen haben wir ja Teamsitzung gehabt, 2 Schwestern von uns, 3 von euch. Und da habe ich auch etwas vorgebracht, das mir nicht so gefällt. Und sie haben das aufgenommen und wir haben das darüber ausgesprochen, das austauschen können. Und ich finde das einfach wunderbar. Ihre Feste sind auch unsere Feste geworden. Zum Beispiel das Fest von Pater Lateste ist für uns auch ein wichtiger Moment im Jahr, zum Innehalten, zum uns freuen, auch am Charisma der Schwestern. Und einfach miteinander sein und miteinander austauschen und singen und lachen und es schön haben miteinander auch.
Ich als evangelikaler Bruder hier in der Gemeinschaft Chemin-Neuf in Bethanien, für mich ist das Zusammenleben mit den Dominikanerschwestern ein weiterer Aspekt für die Einheit der Christen. Zusammen zu beten und zu leben ist wirklich wichtig für mich, um so Zeuge zu sein für die Einheit der Christen. Jesus, du Friedensfürst, mein Leben, meine Hoffnung. Die ökumenische Ausrichtung von Chemin-Neuf befriedigt mich sehr. Es ist eine große Offenheit zu spüren. Und also ich muss sagen, alles in allem sehe ich die ganze Sache sehr, sehr positiv. Ja, und bin froh, dass es so weit gekommen ist. Das Gästehaus ist wirklich eine Herausforderung. Es ist ein großes Haus mit viel Kapazität, die wir auch entwickeln möchten. Deswegen suchen wir auch Mittel und Wege, wie wir dieses Haus entwickeln können. Und vor allem, wie Leute zu Gott näher kommen können. Was ich sehr schätze, ist die gemeinsame Liturgie. Wir haben unsere Liturgie, Chemin-Neuf feiert unsere Liturgie auch mit. Und das schmiedet uns noch mehr zusammen. Und das finde ich sehr gut. Jesus, mein guter Hirte. Die Schwestern sind für mich eine betende und wachende Präsenz. Und das gibt mir Hoffnung, dass hier viele Leute kommen, um Gott zu erfahren. Bethanien ist für mich ein Ort, wo wir zusammen ein Stück vom Reich Gottes dürfen leben. Ich bin sehr dankbar, dass wir so miteinander unser Leben teilen und einander unterstützen. Wir bekommen viele von ihnen durch ihr Gebet, tägliches Gebet, und es ist wirklich eine gegenseitige Unterstützung. Wir tragen ja dasselbe, die Barmherzigkeit von Gott an die Menschen. Es ist befruchtend, gegenseitig, weil wir anders sind. Die Schwestern, die hier im Haus sind, sind heilige Personen. Und manchmal haben wir Zeiten, wo wir gemeinsam sprechen miteinander und einfach diese Tiefe ihrer Nachfolge zu spüren und zu hören.